auch in der Klausur. Im Frühjahr 2020 gab es eine Teilaufgabe, wo man ein Interface schreiben musste und eine andere Teilaufgabe, wo man eine Klasse schreiben sollte, die dieses Interface implementiert. Wir beginnen mit einem hoffentlich illustrativen Beispiel. Wieder Roboter, wieder Fobot. Diesmal zwei Klassen Pac-Man Robot 1 und Pac-Man Robot 2, die fast identisch sein werden, die in fast allen Aspekten identisch sind, nur in einem einzigen Punkt nicht identisch sind. Und die Idee ist, diese beiden Klassen, Pac-Man Robot 1, Pac-Man Robot 2, zu einer Klasse zusammenzufügen, in der alles Gemeinsame drin ist und Interfaces dann zu benutzen, um die Unterschiede zwischen diesen beiden Klassen, die ja relativ klein sind, relativ punktuell, diese Unterschiede dann zu realisieren. Gemeinsamkeiten und Unterschiede, das ist die erste Pac-Man-Klasse und jedes Mal, wenn wir die entscheidende Methode, die wir gleich implementieren werden, aufrufen, geht dieser Roboter 1 weiter, hebt dort, wo er angekommen ist, alle Münzen auf und dreht sich dann. Mal dreht er sich nach rechts, dann als nächstes nach links, mal dann wieder nach rechts, dann nach links und so weiter und so fort, sodass er dann in einem solchen Korridor sich durch die World hindurch frisst. Das ist der zweite Pac-Man-Roboter, der macht im Prinzip dasselbe wie der erste, nur dass er nicht in jedem Schritt sich dreht, sondern nur in jedem zweiten. Hier, also im ersten Schritt dreht er sich nicht, erst im zweiten dreht er sich, um dann hier weiterzugehen und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Robotklassen und alles andere ist gemeinsam. So, hier sehen wir die Methode, die jedes Mal aufgerufen wird, um den Roboter, egal welchen von beiden, einen Schritt vorwärts machen zu lassen und gegebenenfalls sich zu drehen. Also hier, was Sie auf dieser Folie sehen, das ist alles gemeinsam. Diese Methode, einen Schritt vorangehen und die Münzen zu jagen, erstmal eins voran, dann alle Münzen aufheben, ausgelagert in eine private zusätzliche Methode, um es übersichtlich zu halten. Und hier, wo hier ausfüllen steht, da sind dann die Unterschiede. Der eine Roboter dreht sich bei jedem Mal, der andere Roboter dreht sich nur bei jedem zweiten Mal. Das ist der erste Roboter. Der dreht sich bei jedem Mal. Wir haben eine boolesche Variable, die nenne ich next turn left. Und wenn die true ist, dann drehen wir uns nach links. Und wenn die false ist, dann drehen wir uns nach rechts. Und jedes Mal müssen wir dann entsprechend diese Variable next turn left negieren, sodass der nächste Drehrichtung dann genau die entgegengesetzte ist. Wenn er sich in einem Schritt nach links dreht, entsteht durch diese Negierung dann, dass er sich beim nächsten Schritt nach rechts dreht und so weiter. So, das Ganze nochmal hier. Wir müssen natürlich irgendwo das Attribut Next Turn Left definieren. Das definieren wir in der Klasse Pac-Man Robot 1 eben. Und im Konstruktor setzen wir Next Turn Left auf einen der beiden Werte. Hier haben wir uns dafür entschieden, auf True zu setzen. Das heißt, die erste Drehung wird nach links sein. Das ist jetzt die zweite Methode, das heißt dieselbe Methode, aber jetzt von Pac-Man Robot 2, die realisiert, dass nur in jedem zweiten Schritt jeweils eine Drehung stattfindet, ist fast dasselbe wie die erste, nur dass dann noch was drumherum gemacht wird. Also erstmal, die ersten beiden Schritte sind exakt dieselben, ein Schritt vorwärts und alle Münzen aufsammeln. Hier da drin sehen Sie im Prinzip auch dasselbe wie vorher, wenn die nächste Drehung nach links sein soll, wird nach links gedreht, sonst nach rechts und wir negieren so oder so dann von true auf false, von false auf true diese Variable next turn left. Aber drumherum bauen wir noch eine zweite boolesche Variable ein. Falls es der erste von zwei Schritten ist, soll die Drehung passieren. Ansonsten, falls es nicht der erste von zwei Schritten ist, soll keine Drehung passieren. Und auch das müssen wir natürlich nach jedem Schritt ändern, weil auf den ersten folgt der zweite, auf den zweiten folgt der zweite, folgt der erste und so weiter. Immer der erste und der zweite von zwei Schritten. Und so, das müssen wir dann drumherum wieder schreiben, analog eben zu Pac-Man Robot 1. Wir haben jetzt nicht nur das eine boolesche Attribut Next Turn Left noch, sondern noch zusätzlich das zweite boolesche Attribut It's the First Step. Und die müssen wir dann auch im Konstruktor irgendwie setzen. Wir haben uns hier also entschieden, dazu auch wieder, wie eben bei Pac-Man Robot 1, dass die erste Drehung nach links geht. Und wir entscheiden uns dazu, ja,
dass der erste, die Aussage, dass der erste Schritt sein wird, der nächste sein, der erste Schritt sein wird, dass die natürlich true ist. So, jetzt haben wir diese beiden Klassen soweit definiert, wie wir es gesehen haben im Bild, was die machen. Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und wollen in einer Klasse Pac-Man Robot das Gemeinsame von Pac-Man Robot 1 und Pac-Man Robot 2 implementieren. Und das, was sich unterscheidet zwischen Pac-Man Robot 1 und Pac-Man Robot 2, das wollen wir dann auslagern in ein eigenes Konstrukt, das ein Interface sein wird. Da werden wir dann das erste Interface sehen. Hier haben Sie dann die beiden Methoden, die wir schon implementiert haben. Und wir werden gleich sehen, dass eine geeignete Möglichkeit, um die Unterschiede zwischen Pac-Man Robot 1 und Pac-Man Robot 2 auszulagern, darin besteht, dass wir hier eine Methode Number of Left Turns haben werden. Das werden wir gleich sehen. Was Sie hier noch sehen, ist eine Beziehung im UML-Diagramm, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Die besagt Folgendes. Das ist eine Angabe. Ein Objekt hier von diesem Konstrukt, das wir uns noch anzusehen haben, ist verknüpft mit keinem, mit Null, mit keinem Objekt von Pac-Man Robot, steht einfach für sich alleine, macht keinen Sinn, aber ist möglich, oder mit einem Objekt von Pac-Man Robot oder mit beliebig vielen von Pac-Man Robot. Das heißt, beliebig viele Pac-Man Robot können ein Objekt hier miteinander teilen und damit dann dieselbe Strategie verwenden. Und das Ganze soll jetzt dann so aussehen: Wir wollen ein Interface bauen, das wir Pac-Man Strategy nennen, eben die Strategie, ob er sich nach jedem Mal, nach jedem Vorwärtsschritt dreht oder nur nach jedem zweiten Vorwärtsschritt in unserem Beispiel. Können natürlich beliebig andere Strategien genauso sein. Und dieses Interface wird von zwei kleinen, schlanken Klassen implementiert, die ich dann Pac-Man Strategy 1 und Pac-Man Strategy 2 nennen werde, in denen dann die Unterschiede sind, in denen dann auch die entsprechenden Attribute vorkommen, die für die beiden Strategien notwendig sind und die dann diese Methode implementieren, mit der die Strategie, wie wir gleich sehen werden, dann tatsächlich in jedem der beiden Fälle ausgedrückt werden kann. So, das ist der Code oder der Anfang des Codes für Pac-Man Robot. Wir haben jetzt hier nicht mehr Number of Left Turns als Attribut und schon gar nicht It's the First Step, sondern das ist alles ausgelagert in die Pac-Man Strategy, in dieses Interface, sondern wir haben einfach nur ein Attribut von diesem Interface-Typ Pac-Man Strategy. Den nenne ich einfach auch Strategie, Strategy, und den bekommen wir hier übergeben. Das heißt also, im Konstruktor, wenn der Pac-Man-Robot eingerichtet wird, dann wird durch Parameter im Konstruktor, durch den aktuellen Parameter im Konstruktor entschieden, welche Strategie dieser Roboter verfolgen wird. Das heißt, ob er sich nach jedem Schritt drehen wird oder nur nach jedem zweiten oder vielleicht irgendeine beliebige andere Strategie verfolgen wird. Ja, und natürlich müssen wir hier wieder auf dieser Basis dann das Attribut initialisieren, damit die übergebene Strategie dann gespeichert ist. So, das ist im Pac-Man Robot jetzt das, was wir vorher im Pac-Man Robot 1 und Pac-Man Robot 2 hatten. Vorher hatten wir es zweimal, einmal im Pac-Man Robot 1, einmal im Pac-Man Robot 2. Jetzt haben wir diese ausgelagerte private Methode nur noch einmal. Ein einziges Mal ist die jetzt geschrieben. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Denn sollten wir auf die Idee kommen, das mal irgendwie abzuändern oder einen Fehler zu suchen darin, vielleicht ist ja ein Fehler drin, den wir suchen und beheben müssen, dann mussten wir vorher immer dran denken, wenn wir bei Pac-Man Robot 1 da was abändern, muss es auch gleichzeitig bei Pac-Man Robot 2 völlig identisch abgeändert werden. Daran müssen wir denken. Jetzt müssen wir an sowas nicht mehr denken, denn dieser Code, diese kleine Methode kommt nur noch einmal in Pac-Man Robot vor. So, das ist jetzt die Methode in Pac-Man Robot in dieser zusammengefassten Klasse, die einen Schritt vorwärts macht und alles aufsammelt. Und hier sehen Sie jetzt die Logik des Ganzen. Das ist dasselbe Move und Pick All Coins wie vorher. War sowohl bei Pac-Man Robot 1 als auch bei Pac-Man Robot 2 drin. Jetzt nur noch bei Pac-Man Robot. Pac-Man Robot 1 und Pac-Man Robot 2 haben wir gestrichen. Nur noch Pac-Man Robot.
Und Sie sehen jetzt hier die Methode Number of Left Turns in Aktion. Nämlich, wir kriegen zurück für diesen Schritt, wie viele Left Turns wir machen müssen. Für eine Linksdrehung bekommen wir also die 1 zurück. Für eine Rechtsdrehung bekommen wir die 3 zurück. 3 Left Turns sind ein Right Turn. Und wenn gar keine Drehung in diesem Schritt gemacht werden soll, liefert Number of Left Turns eine 0 zurück. Das schreiben wir wieder mit unserer verkürzten Notation nur für die Folien hin. Hier müsste eigentlich eine richtige Vorschleife hin. Sparen wir uns, um das Ganze übersichtlich zu halten. Ja, und so können wir das Ganze hier aufbauen. Wir werden gleich nochmal die beiden Klassen Pac-Man Strategy 1, Pac-Man Strategy 2 implementieren, die diese beiden verschiedenen Strategien jedes Mal drehen oder jedes zweite Mal drehen, implementieren. Und dann können wir mit dem, was wir bisher gemacht haben, diese zwei Zeilen schreiben, Pac-Man Robot mit irgendwelchen verschiedenen Positionen und Blickrichtung und jeweils mit der einen Strategie und mit der anderen Strategie. Und dann können wir beliebig oft die beiden jeweils die Methoden aufrufen und dann ergeben sich solche Bilder, wie wir sie anfangs gesehen haben, dass die beiden Roboter sich nach jeweils ihrer spezifischen Art durch die Münzfelder hindurch fressen. Das sieht dann genauso aus wie bei Klassen, dass das Interface, diese Referenz hier von diesem Interface-Typ Pac-Man Strategy ist einfach nur eine Referenz eben. Und von der Klasse Pac-Man Strategy 1 oder Pac-Man Strategy 2 wird dann ein Objekt eingerichtet und PS1 bzw. PS2 verweist dann darauf, speichert die Adresse dieses Objektes. Und auch das ist völlig analog zu Klassen, wenn ich eine Methode, eben die Methode Number of Left Turns aufrufe mit PS1 oder PS2, ist ja die einzige Methode, die diese beiden Klassen haben, dann wird, wie wir das von Klassen kennengelernt haben, erst einmal dieses anonyme Datenelement hier ausgewertet auf die Information zur Klasse Pac-Man Strategy 1 oder Pac-Man Strategy 2 zugegriffen in der Methodentabelle. Die Methodentabelle ist in diesem Fall kurz, weil es ja nur eine Methode Number of Left Turns gibt. Wird jeweils nachgeguckt und diese Methode, diese Implementation bzw. diese Implementation aufgerufen. Das heißt also, wenn wir Number of Left Turns mit PS1 aufrufen, dann wird Number of Left Turns von Pac-Man Strategy 1 aufgerufen, bei PS2 eben Pac-Man Strategy 2. Und jetzt müssen wir nur noch diese beiden Klassen schreiben. Hier oben sehen Sie das Interface selber, das haben wir noch nicht geschrieben. Das ist sehr einfach jetzt. Public Interface statt Class oder Enum. Der Name wieder Pac-Man Strategy und diese Methode Public Int Number of Left Turns. Kennzeichen eines Interfaces ist wie bei abstrakten Klassen, aber hier konsequent: Methoden werden nicht implementiert, sondern Methoden werden einfach hier nur definiert und mit Semikolon abgeschlossen, statt dass da eine Methodenimplementation drin steht. Und davon leiten wir Pac-Man Strategy 1 und Pac-Man Strategy 2, diese beiden Klassen, ab. Im Gegensatz zur Vererbung von Klassen steht hier aber nicht Extends, sondern Implements zur Unterscheidung, dass Pac-Man Strategy ein Interface und keine Klasse ist und dass wir eben dieses Interface implementieren und nicht eine Klasse erweitern. Müssen wir uns einfach merken, beziehungsweise der Compiler erinnert uns beim Übersetzen schon daran, wenn wir es falsch gemacht haben. Hier noch ein praktischer, durchaus wichtiger Punkt. Interfaces enthalten nur Public-Methoden. Und da alles andere ist verboten. Und da Interfaces nur Public-Methoden enthalten können, hat man sich dazu entschieden, zu erlauben, dass das Public einfach weggelassen wird. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sehen, ist genau dasselbe, was ich auf der vorangegangenen Folie gesehen habe. Diese Methode Number of Left Turns in Interface Pac-Man Strategy ist Public. So, jetzt können wir daran gehen, die beiden Klassen Pac-Man Strategy 1 und Pac-Man Strategy 2 zu implementieren. Und Sie sehen, dass das jetzt relativ kurz wird. Denn die Unterschiede zwischen diesen beiden verschiedenen Strategien, zwischen Pac-Man Robot 1, Pac-Man Robot 2 ursprünglich, jetzt ausgelagert in Pac-Man Strategy 1, Pac-Man Strategy 2, diese Unterschiede sind ja wirklich sehr klein. Strategie 1 war, dass nach jedem Schritt einmal gedreht wird. Da hatten wir dann nur die
das Attribut Next Turn Left, das wir dann im Konstruktor natürlich setzen müssen. Und hier sehen Sie, wenn Next Turn Left ist, dann soll einmal gedreht werden nach links, und wenn Next Turn Left false ist, dann soll dreimal gedreht werden, also eine Rechtsdrehung. Und jedes Mal muss natürlich dann wieder die Drehrichtung geändert werden, indem Next Turn Left negiert wird. Pac-Man Strategy 2 ist ein bisschen komplizierter, aber jetzt nicht wirklich viel, denn wir hatten neben Next Turn Left ja auch noch It's the First Step, müssen beide im Konstruktor gesetzt werden, und dann müssen wir nur noch Number of Left Turns entsprechend ausdrücken. Da bedienen wir uns einfach bei Pac-Man Robot 2 und überführen das Ganze hier hinein, müssen nur noch dann entsprechend das anpassen, dass ja das Ergebnis dieser Methode Number of Left Turns eine Zahl ist. Wenn eine Drehung stattfinden soll, wenn es der erste Schritt ist, wieder dasselbe wie eben. Wenn es eine Linksdrehung sein soll, eine 1 zurück. Wenn es eine Rechtsdrehung sein soll, eine 3 zurück. Wenn es hingegen keine, wenn es nicht der erste Schritt ist, nun, das Resultat haben wir oben schon als 0 initialisiert. Wenn it's the first step false ist, dann kommt der Prozess gar nicht in diese Verzweigung hinein. Das heißt, Result bleibt 0, es wird 0 zurückgeliefert. So, damit sind wir mit diesem Beispiel durch, und jetzt können wir daran gehen, das Thema Interfaces allgemeiner zu betrachten. Jetzt nicht mehr anhand eines konkreten Beispiels, sondern so abstrakt mit Interfaces wie dieses INTF oder Klassen X mit Methoden M1, M2, M3 und so weiter. So, Sie sehen jetzt hier so den Standardfall. Sie haben drei Methoden hier, drei verschiedene Methoden. Public alle im Interface, auch wenn wir Public nicht davor schreiben, haben wir eben geklärt, und werden nicht implementiert, sondern Semikolon anstelle eines Methodenrumpfes. Und wenn ich jetzt damit eine Klasse implementieren will, eine Klasse X, dann muss ich diese Methoden dann tatsächlich implementieren. Und ich muss hier dann auch, da das ja keine Interfaces sind, muss ich hier dann auch das Public dazu schreiben. So, eine kleine Variation. Wir implementieren tatsächlich die Methode M1 und die Methode M3, aber nicht die Methode M2. Die lassen wir aus. Die bleibt weiterhin in Klasse Groß X unimplementiert. Wir wissen schon, was das heißt. Diese Methode ist abstrakt. Das heißt also, die ganze Klasse muss abstrakt sein. So, und das Ganze sieht dann genauso aus wie sonst auch. Wir haben wie wir es eben schon bei den Pac-Man-Strategien gesehen haben, so auch allgemein, dass wir hier eine Referenz, wie bei Klassen, Referenz und Objekt haben, das Objekt von der implementierenden Klasse. Ja, wie bei Vererbung können links der Typ der Referenz und rechts der Typ des Objektes unterschiedlich sein. Wenn links ein Interface ist, so wie hier, dann darf rechts eine implementierende Klasse sein, kann direkt implementierend sein oder eben mit Extends eine davon abgeleitete Klasse. Und dann können wir damit so umgehen, so ähnlich wie bei Klassen mit Vererbung. So, warum braucht man das Ganze mit Interface, wenn das Ganze doch eigentlich auch mit Klassen genauso gut geht? Hier auf dieser Folie sehen Sie die Antwort auf diese naheliegende Frage, denn eine Klasse kann mehrere Interfaces implementieren. Man hat sich beim Design von Java entschieden, nicht zu erlauben, dass eine Klasse mehrere Klassen nebeneinander erweitern kann. Das hat wesentliche Gründe, die man hat in verschiedenen anderen Programmiersprachen, wie beispielsweise C++, hat man diese Mehrfachvererbung, dass eine Klasse von mehreren anderen Klassen gleichzeitig abgeleitet werden kann, hat man implementiert. Aber die Erfahrungen damit sind, sagen wir mal, durchwachsen. Also teilweise auch sehr schlecht. Also als man dann Java entwickelt hat, hat man die Entscheidung getroffen, bei Vererbung gibt es nur Einfachvererbung. Jede Klasse kann mit Extends nur von einer anderen Klasse direkt abgeleitet werden. Aber da der Fall, dass man von mehreren Klassen gerne gleichzeitig ableiten möchte, so häufig ist, hat man sich dazu entschieden, wenigstens eine leichtgewichtige Variante in Java anzubieten, die eigentlich die meisten Fälle abdeckt, in denen man wirklich Mehrfachvererbung braucht.
Und diese leichtgewichtige Variante bedeutet eben Interfaces, in denen keine Methode implementiert ist. Und davon können Sie beliebig viele implementieren. Das sehen Sie hier. Zwei Interfaces auf der linken Seite. Und dann sehen Sie hier, wie das gebildet wird. Implements, das eine Interface und das andere Interface. Und Sie müssen alle Methoden dann hier, wenn die Klasse nicht abstrakt bleiben soll, müssen Sie hier rechts in dieser Klasse Groß X alle Methoden implementieren, die in einem der beiden Interfaces vorkommen. In mindestens einem der beiden. Sie sehen, die Methode M1 kommt in beiden Interfaces vor, müssen aber nur einmal implementieren. M2 kommt in einem vor, M3 kommt in einem vor. Und auch hier wieder nicht vergessen, muss dann auch wieder public sein, sonst wird der Compiler das nicht durchlassen. Sie können aber beides miteinander vereinigen. Sie können auf der einen Seite sagen, dass eine Klasse Groß X ganz normal erbt von einer Klasse Groß Y und dann zugleich von zwei oder beliebig vielen Interfaces dann diese Interfaces implementieren kann. Interfaces lassen sich auch von anderen Interfaces wiederum erweitern. Das sehen Sie hier auch wieder wie bei Klassen, der Pfeil mit nicht ausgefüllter Spitze. Diese Klasse, werden wir gleich im Code sehen, wird dieses erste Interface implementieren. Diese Klasse zweite Interface. Das zweite Interface erweitert das erste dahingehend, dass da noch Methoden drin sind, die in dem ersten Interface nicht drin sind. Und das Ganze sieht in Java-Code dann so aus. Wir haben hier das erste Interface mit einer Methode M1. Hier oben ist noch das Interface und diese Klasse ist noch alles, wie wir es bisher gesehen haben. Diese Methode M1 wird in der implementierenden Klasse Groß X schlicht und einfach implementiert und fertig. So, jetzt haben wir hier ein zweites Interface, INTF2, das das Interface INTF1 erweitert. Extends wieder, wie bei Klassen. Hat jetzt eine weitere Methode M2 und wenn ich jetzt eine Klasse Groß Y habe, die dieses zweite Interface implementiert, dann muss ich natürlich M2 implementieren, aber das ist ja eine Erweiterung des ersten Interfaces, das heißt, hat auch die Methode M1 und die muss ich dann auch implementieren. So, wenn die Klasse Groß Y nicht abstrakt bleiben will, muss ich beide Methoden, die aus dem ersten und aus dem erweiterten zweiten Interface implementieren. Und bei Interfaces ist es dann auch kein Problem, dass ein Interface mehrere andere Interfaces auf diese Art und Weise dann entsprechend erweitern kann. Hier noch ein kleines Anwendungsbeispiel, nochmal zurück, um einen Eindruck zu geben, was die Mächtigkeit dieses Konzeptes tatsächlich darstellt, welche Mächtigkeit das hat. Und zwar, wir wollen eine Hierarchie von Arten, Gattungen, Familien und so weiter von Tieren realisieren als Klassen in Java. So, wir wollen zum Beispiel ganz oben dann als oberste Spitze dieser Hierarchie einfach eine Klasse Animal haben, die für alle Tiere steht. Und davon wollen wir Säugetiere ableiten, Vögel ableiten, Fische ableiten und so weiter. Auf die biologische Korrektheit kommt es uns jetzt hier nicht an. Die sollen jeweils direkt Animal erweitern. Jetzt könnte man natürlich denken, Vögel sollten eigentlich eine Funktionalität haben zum Fliegen, Fische sollten eine Funktionalität haben zum Schwimmen, Säugetiere sollten Funktionalität haben zum Laufen, aber das wird der biologischen Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht gerecht. Also hier kommt es uns jetzt mal doch auf die biologische Korrektheit an, denn es gibt zum Beispiel unter den Säugetieren auch Wale und die laufen nicht. Es gibt unter den Vögeln beispielsweise Pinguine, die fliegen nicht. Und gut, wie es mit Fischen ist, weiß ich jetzt nicht, ob es Fische gibt, die nicht schwimmen. Ist ja auch egal, aber die ersten beiden Fälle kommen dann. Deuten schon darauf hin, dass es da ein Problem gibt. Auch zum Beispiel Säugetiere, die fliegen können, nicht? Wie etwa Fledermäuse. Das heißt also, man sollte auf keinen Fall, wie es leider auch durchaus in Lehrbüchern zu finden ist, man sollte auf keinen Fall zum Beispiel Vögel mit irgendwelcher Funktionalität zum Fliegen ausstatten, zum Beispiel irgendwelche Informationen, maximale Flughöhe, maximale Fluggeschwindigkeit oder so etwas. Und entsprechend alles, weil das einfach nicht
der Biologie entspricht, der Artenvielfalt entspricht. Sondern es ist dann sinnvoll, dann zu schauen, was sind denn die Gattungen, Familien oder was auch immer, zum Beispiel bei Vögeln, wo man sich sicher sein kann, alle Arten, die darunter fallen, die fliegen. Diese Arten fliegen alle. Und da kann man dann eben sagen, okay, diese Klasse von Vögeln, die wird abgeleitet von Vogel. Und wenn wir uns sicher sind, dass die alle fliegen können, dann wird ein Interface implementiert durch diese Klasse. Und dieses Interface enthält die Funktionalität vom Fliegen. Das Gleiche kann man dann bei Säugetieren machen, etwa irgendwelche geflügelten Säugetiere, Flughunde und ähnliches, die dann ab dieser Stelle hier kann man sich sicher sein, dass alle Arten, die darunter fallen, tatsächlich fliegen können, Flugeigenschaften haben und die können das Interface mit der Flugfunktionalität entsprechend implementieren. Bei Walen entsprechend, das sind Säugetiere, aber bei allen Walarten können wir uns sicher sein, dass die schwimmen können. Und Sie sehen dann auch hier, kann man weitergehen. Frösche sind Amphibien. Da können wir entweder sagen, dass sie die Funktionalität durch ein Interface Walking die Funktionalität zum Laufen und durch ein anderes Interface Swimming die Funktionalität zum Schwimmen bekommen. Oder einen Schritt weitergehen, das finden Sie in den hier ausgelassenen Folien, dass wir ein Interface Amphibien bauen, das nichts anderes tut als Walking und Swimming durch gemeinsame, wie wir es eben gesehen haben, durch gemeinsame Erweiterung dann vereinigt. Das heißt, Frösche implementieren dann Amphibien und haben damit die Funktionalität zum Laufen, die Funktionalität zum Schwimmen. Und wenn man das so macht, kann man sogar weitergehen. Es gibt ja nicht nur Tierarten, die schwimmen können. Dann könnte man genauso gut beispielsweise eine Klasse Drohne bauen, also Drohne im Sinne von IT von künstlich gebauter Flugdrohne und kann die der beispielsweise dann genauso die Funktionalität zum Fliegen geben. Und dann kann man beispielsweise hier die ganze Funktion, alles was mit Fliegen zu tun hat, ja, alles was man nur gerne machen möchte, um irgendwas zum Fliegen zu bringen, zum Starten, zum Landen, was auch immer, kann man dann auf diesem Interface Flying basieren. Und in dieses Interface Flying können Sie dann ein Objekt von einer passenden Vogelart, von einer fliegenden Vogelart hineintun. Denn das Interface, überall da, wo dieses Interface steht, können Sie dann entsprechend ein Objekt einer solch implementierenden Klasse reintun. Sie können eine Drohne reintun, Sie können einen Flughund reintun, was auch immer. Ein abschließendes Beispiel noch aus der Mathematik, wo man so etwas auch gut verwenden kann. Wir haben jetzt hier diverse Klassen, die alle von einem Interface Double-to-Double Function, alle dieses Interface implementieren. Ja, wir gehen jetzt hier nicht ins Detail hinein. Eine quadratische Funktion enthält als Attribute die drei Koeffizienten für den quadratischen Term, den linearen Term und den konstanten Term. Kubische Funktion entsprechend ein Attribut mehr. Logarithmenfunktion enthält vielleicht die Basis als ein Attribut. Sinusfunktion enthält eigentlich gar nichts als Attribut. Wüsste ich nicht, was es enthalten sollte. Und diese Klassen implementieren alle dasselbe Interface Double-to-Double Function, das einfach eine Methode hat, um aus einem Double ein neues Double zu berechnen. Ja? Ein Double steckt man in quadratische Funktionen rein und mit den in diesem Objekt gespeicherten Koeffizientenwerten wird daraus der Wert der quadratischen Funktion berechnen und so weiter. Jetzt können wir aber hier auch noch einen Schritt weiter gehen und können zum Beispiel auch eine Klasse ableiten, also implementieren lassen, Double-to-Double-Function implementieren lassen, die nicht eine konkrete Funktion wie hier, eine konkrete mathematische Funktion, sondern die Komposition von Funktionen darstellt. Zum Beispiel im Konstruktor geben Sie zwei Funktionen rein, zum Beispiel die beiden hier oben. Und die Funktion, die jetzt hier realisiert wird, in FCT5, das ist
die Summe dieser beiden oberen Funktionen. Das heißt, wenn Sie ein Argument reingeben, dann wird dieses Argument erst einmal, damit erst einmal diese eine Funktion aufgerufen, dann diese andere Funktion und als Gesamtergebnis wird zurückgeliefert die Summe dieser beiden Teilergebnisse. Kann man genauso natürlich mit einem Produkt machen oder mit Komposition, Hintereinanderausführung von Funktionen oder das kann man beliebig kompliziert machen, dass Sie beispielsweise auch hier drin, dass Sie hier eine Klasse schreiben, die ich kaum aussprechen mag, wo dann, wenn Sie hier FCT8 reingeben, wo dann als Ergebnis nicht der Wert von FCT8, sondern die Ableitung von FCT8 an der Stelle, die eingegeben wird, dann berechnet wird. Ja, also kann beliebig kompliziert werden. So kann man sich das dann vorstellen, zum Beispiel einfach eine Funktion, den Funktionswert zu zeigen, die Funktionswerte in einem Intervall zu zeichnen. Sie haben ein Intervall von a bis b und geben an, wie viele Punkte geplottet werden sollen und haben irgendwie eine Schnittstelle zu irgendeiner Art von Plotter, wo Sie dann eine Methode Plotpoint haben und damit wird dann auf einem Plotter dann dieser Punkt tatsächlich gezeichnet. Gut, dann müssen Sie jetzt noch die Schrittweite berechnen, um zu sehen, bei so und so viel Anzahl von Punkten, wie groß die Distanz zwischen zwei dieser Punkte ist und dann gehen Sie einfach diese einzelnen Punkte durch und rufen dann jeweils mit x auf, das ist dann also das Argument und auf der x-Achse die Koordinate und auf der y-Achse dann mit der Methode, die Sie dafür geschrieben haben, die wir da apply genannt haben, in den Foliensatz für die Vorlesung, den Sie natürlich jetzt gleich nachlesen werden. Sodass Sie also diese Punkte x und y jeweils für diese Funktion hier angeben. Und der entscheidende Punkt ist, dass es vollkommen egal ist, was sich hinter diesem FCT befindet. Das kann eine Sinusfunktion sein, das kann die quadratische Funktion sein, das kann eine Komposition aus Sinus und quadratisch sein und so weiter und so fort, so wie wir das eben auf der vorangegangenen Folie gebaut haben. Ja, und mit diesem Bild, wie wir das hier gebaut haben, möchte ich mich dann für dieses Video verabschieden.